Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. So, ihr seht, heute das Thema sind Methoden und Konstruktoren. Das sind schon mal zwei Themen, die ich normalerweise immer splitte, aber die haben so viel miteinander zu tun und ihr habt ja eigentlich auch schon, wenn ihr ein bisschen JavaScript programmiert habt, was ich einfach mal annehme, dann habt ihr schon eine gewisse Übung und es ist eigentlich gar nicht mehr so schwer für euch. So, eine Funktion oder eine Methode in einer, eine Funktion in einer Klasse nennt sich Methode, so einfach ist das. Eigentlich ist es wirklich nicht sehr kompliziert. Es gibt aber einen kleinen speziellen Trick dabei, und zwar, wenn ich hier sagen möchte, ich möchte jetzt hier eine Funktion oder eine Methode drin haben, dann brauche ich vorne dran nicht irgendwie Function oder sowas zu schreiben, sondern ich kann einfach hier direkt anfangen mit, keine Ahnung, nennen wir sie einfach mal FKT oder, nee, wir nennen sie einfach mal Preis berechnen. Genau, wir machen jetzt hier eine Fake-Methode, Preis. Einfach nur Preis, genau. So, der Preis ist normalerweise eine Zahl. Normalerweise, wenn man Miete zahlt, zahlt man normalerweise in Euro oder sowas und das wäre dann als Zahl. So, das heißt, ich habe hier meinen Rückgabetyp hinten dran geschrieben, wie bei einer normalen Funktion auch. Aber ich habe vorne dran nichts anderes geschrieben, also einfach nur so hingepackt und ich muss jetzt hier irgendwo einen Return packen. Also reinschreiben, weil ich ja eine Zahl zurückgebe. Das hatten wir ja schon bei den Funktionen und bei den Typen im ersten, zweiten, dritten Video von dieser Serie. Aber fällt euch vielleicht auf, dass ich hier überhaupt keine Parameter angegeben habe? Das liegt daran, dass Methoden, also Funktionen in einer Klasse, dass die komplett auf alle Attribute, die wir in der Klasse definiert haben, Zugriff haben. Das heißt, diese Methode Preis kann automatisch auf die Zimmer-, Größe- und Balkon-Attribute zugreifen und zwar immer die passenden von jeweils dieser speziellen Wohnung. Das heißt, wenn ich jetzt hier war meine Zweitwohnung ist gleich, achso, Doppelpunkt Wohnung, klar, der Typ ist gleich New Wohnung. Wenn ich das schreiben würde und dann sage ich hier meine Zweitwohnung Punkt Balkon, Balkon ist gleich false, dann bedeutet das nicht, dass jetzt hier meine Wohnung auch plötzlich keinen Balkon mehr hat, sondern meine Zweitwohnung hat halt keinen Balkon. Das ist aber ein völlig unabhängiges Objekt von meiner normalen Wohnung. Das heißt, ich habe hier zwei komplett unterschiedliche Wohnungen in der Hand, je nachdem, ob ich meine Zweitwohnung oder meine Wohnung benutze. So, und der Clou dahinter ist jetzt, hey, ich kann ja einfach sagen, dieser Preis berechnet sich auch anhand von diesen Attributen, die ich hier oben habe, jeweils auf einer Wohnung speziell. Und das heißt, meine Wohnung, da sie ja einen Balkon hat, wird sie teurer sein. Da sie riesig ist, wird sie auch teurer sein. Und da sie sehr, sehr viele Zimmer hat, ist sie auch nochmal teurer als meine Zweitwohnung, die vielleicht hier keinen Balkon hat. Gerade mal 35 Quadratmeter und gerade mal, naja, 1,5 Zimmer kann man hier, ja doch, könnte man eigentlich sogar schreiben, 1,5 Zimmer. Das kommt eher dem nahe, was ich habe. Aber okay, ja, das ist im Endeffekt genau oder relativ vergleichbar und da könnte man jetzt auch den Preis berechnen. Die hier wird wahrscheinlich so um die mehrere tausend Euro liegen und die hier wahrscheinlich so ein paar hundert. Also können wir hier sagen, okay, der Preis benutzt diese Attribute, die wir hier haben. Sprich, er kann zugreifen auf Balkon, Größe und Zimmer und berechnet dann für jede Wohnung individuell den Preis. Das heißt, ich kann jetzt hier schreiben, meine Wohnung. Ah genau, wir geben gerade mal nochmal kurz hier aus, meine Wohnung und meine Zweitwohnung, damit wir auch sehen, dass die Attribute komplett unterschiedlich sind. Ich habe hier nicht meine Wohnung, sondern ich habe hier meine Wohnung statt meine Zweitwohnung genommen. So, wir sehen also, wir haben hier komplett unterschiedliche Attribute hier unten. Also wenn wir hier die Ausgabe betrachten, haben wir hier Balkon false, hier ist er true. Das heißt, die sind wirklich absolut unabhängig voneinander. So, und wenn ich jetzt den Preis berechnen möchte, dann kann ich auf die ganzen Attribute zugreifen, indem ich einfach this vorne dran setze. Das heißt, this bezieht sich in diesem Fall, wenn ich meine Wohnung.preis aufrufe, dann bekomme ich mit this diese ganzen Attribute, während wenn ich meine Zweitwohnung.preis aufrufe, also meine Zweitwohnung.preis, wenn ich das so aufrufe, dann bezieht sich this auf meine Zweitwohnung. Sprich, ich habe Zugriff auf das alles hier. Also sage ich einfach if this.balkon return, keine Ahnung, 5 mal
this.Größe mal, nee, doch mal this.Zimmer. Und wenn sie keinen Balkon hat, else, dann return 2 mal this. Okay, der Balkon ist sehr, sehr teuer. This.Größe mal this.Zimmer. Das ist auch nur eine Beispielrechnung. Also einfach nur irgendwas, was wir hier jetzt damit machen können. So, und plötzlich kostet meine Zweitwohnung 105. Das ist sehr, sehr wenig, weil ich ja, wie gesagt, hier nur 2 mal this.Größe mal this.Zimmer habe. Während meine Wohnung.Preis, der ist dann schon wahrscheinlich abartig hoch. 50.000 im Monat wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Das heißt, wir sehen, okay, wir sollten hier vielleicht noch die Parameter ändern, aber darum geht es jetzt gar nicht. In der Preisberechnung haben wir die Größe und die Zimmer und den Balkon von der jeweiligen Wohnung genutzt. Und das ist doch echt cool, dass man das einfach so machen kann, ohne hier irgendwelche Parameter anzugeben, habe ich die plötzlich alle zur Verfügung, nur über dieses this-Keyword, das heißt über dieses meine Wohnung. Punktpreis, dass ich hier diesen Punkt setze und das Ganze über ein Bezugsobjekt mache, liefert mir diese ganzen Attribute. Und das sind übrigens beliebig viele, also ich kann hier so viele reinschreiben, wie ich möchte. Das macht das Ganze wirklich sehr, sehr stark und sehr übersichtlich auch, finde ich, im Schreibstil. Okay, jetzt noch zu Konstruktoren. Konstruktoren oder ein Konstruktor ist eine sehr spezielle Methode eigentlich, die dazu verwendet wird, wenn wir dieses Objekt erstellen. Also zum Erstellen des Objekts wird sie benutzt. Wir haben hier schon eigentlich einen Konstruktor benutzt. Und zwar New Wohnung ruft automatisch den Konstruktor auf. Aber wir haben hier keinen Konstruktor hingeschrieben. Das heißt, es wird der Standardkonstruktor genutzt. Also ein Konstruktor, der einfach nichts tut, außer das Objekt anzulegen in eurem Speicher. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass hier sowohl Balkon als auch Größe als auch Zimmer automatisch gesetzt werden in diesem New-Befehl und wir uns diese drei Zeilen hier sparen können. Das heißt, wir schreiben uns hier jetzt einen sogenannten Konstruktor rein. Konstruktor, Klammer auf. So, und jetzt schreiben wir hier einfach die Parameter rein. Also Z, weil wir Zimmer übergeben bekommen, eine gewisse Anzahl an Zimmern. Dann bekommen wir G für die Größe übergeben. Da könnt ihr auch dieselben Namen wie hier oben benutzen. Ich möchte es jetzt nur klar machen, dass das nicht dieselben Namen wie hier oben sind. Aber ihr könnt hier genauso gut auch Zimmer schreiben. Das bleibt euch überlassen. Das ist dann ein anderes Zimmer wie dieses Zimmer hier oben. Gut, G ist auch Number und B steht für Balkon, also es ist ein Boolean. So, und wie gesagt, es ist eine Methode, das heißt, ich habe Zugriff auf all diese Attribute hier oben. Das heißt, ich kann einfach sagen, this.Zimmer ist gleich Z. Weil Z ist ein Parameter, den ich hier übergeben bekomme. Dann sage ich, this.Größe ist gleich G. Und ich sage, this.Balkon ist gleich B. Und schon ist mein Konstruktor fertig. Das heißt, es ist einfach eine Funktion, die mir automatisch hier alle Variablen automatisch komplett fertig initialisiert. Und das heißt, ich muss das hier endlich nicht mehr hier hinschreiben, sondern ich kann einfach sagen, ah, okay, zuerst die Anzahl an Zimmern. Naja, wir hatten 10 Zimmer. Wir hatten eine Größe von 1000 Quadratmetern. Ihr seht, hier unten wird es mir auch vorgegeben, was ich jetzt bitte eingeben soll. Und dann haben wir ein Boolean, ob wir einen Balkon haben. Sprich, wir haben hier ein True. So, und ihr seht aber auch, dass dieser alte Konstruktor, der sogenannte Default- oder Standard-Konstruktor, der wird mir jetzt als falsch markiert, weil er, sobald wir einen Konstruktor hier reinschreiben, wird der Default-Konstruktor weggeschmissen. Das heißt, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich muss aber alles von Hand eingeben. 1,5, 35 Quadratmeter und kein Balkon. Das heißt, wir können das hier löschen und schon haben wir einfach 4 Zeilen Code auf ein paar wenige, naja, eigentlich eine Zeile reduziert. Wir haben im Prinzip, das hier müssen wir nur einmal schreiben für unendlich viele Wohnungen, die wir überhaupt kreieren wollen. Und für jede Wohnung haben wir dann genau eine Zeile zum Erstellen und können dann alles damit machen, was wir hier unter den Methoden finden. Wir können natürlich auch die einzelnen Variablen auslesen. Wir können auch einfach sagen, hey, ich gebe jetzt hier meine Wohnung.Größe aus. Das kann ich auch machen. Und wenn ich das dann laufen lasse, dann bekomme ich natürlich hier meine 1000 Quadratmeter wieder raus. All das kann ich machen. Das heißt, ich kann hier auf die Funktion oder auf die Methoden zugreifen und ich kann einfach hier auf meine Attribute zugreifen und ich habe alles sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr schlank hier reingeschrieben
und kann super damit arbeiten und kann es natürlich auch super dann warten, den Code. Das heißt, ich kann später leicht wieder reinfinden und kann mich schnell zurechtfinden. Deswegen ist eigentlich Objektorientierung auch so beliebt geworden, da man Code super leicht anpassen kann. Okay, das war's von meiner Seite erstmal. Also wenn sich hier zum Beispiel jetzt irgendwie was ändert von wegen Faktoren hier, dann können wir schnell sagen hier, okay, für alle Funktionen oder für alle Zimmer ist plötzlich hier der Faktor einfach, hat sich ein bisschen angeglichen, Balkon ist nicht mehr ganz so teuer. Und ja, wir können dann sagen, okay, die Wohnung kostet immer noch 40.000 und die hier kostet 157. Das ist immer noch nicht ganz verhältnismäßig, aber wir können sehr, sehr schnell anpassen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr versteht den Vorteil von Objektorientierung und habt Spaß damit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.